In diesem Video testen wir neue Minecraft-Mythen, um herauszufinden, ob sie fake sind. Bedrock kann man natürlich nicht abbauen. Wie sieht's aber mit Reinforced Deep State aus dem Portal an der Ancient City aus? Während ich das jetzt ausprobiere, schauen wir mal, ob es stimmt, dass Enderman dich nicht durch Glas sehen können. Ich baue mal kurz hier einen Käfig drum und dann schauen wir die jetzt einfach mal ins Gesicht. Und das klappt tatsächlich. Ich probiere es natürlich nochmal, aber die Enderman werden nicht aggressiv, wenn ich sie durch Glas anschaue. Interessant zu wissen, auch wenn man die Info natürlich leider selten sinnvoll benutzen kann. Aber es stimmt trotzdem, wenn ich den anschaue, passiert nichts. Wenn ich den anschaue, dann mag der mich nicht und ich muss hier weg. Wenn du dich am Spawn gerade runterbaust, kommst du immer zu Diamanten. Das glaube ich jetzt eher weniger, aber das probieren wir natürlich gerne mal aus. Vielleicht hole ich mir aber mal kurz noch eine Spitzhacke dazu. Dann können wir das auch schneller ausprobieren. Ich tippe, wir sterben entweder an Fallschaden oder wir landen direkt in Lava. Wenn wir jetzt auf Diamanten treffen, würde mich das auch sehr wundern. Okay, ich lebe noch. Und hier kommt Wasser und noch mehr Wasser. Dann kommen wir jetzt auf Deep Slate. Aber bisher hatten wir noch keinen Diamanten und ich kriege schon wieder Fallschaden. Und Moment, wir sind tatsächlich einen Block neben Diamanten. Stimmt dieser Mythos etwa doch? Kann ich mir eigentlich nicht wirklich vorstellen. Das muss doch Zufall sein, oder? Ich meine, wir sind auch nicht direkt auf einem Diamanten gelandet. Und hier ist Bedrock. Das heißt, wir sind wenigstens nicht gestorben. Aber wir hatten auch keinen Diamanten unter uns. Zumindest nicht direkt unter uns. Tatsächlich einen Block daneben. Ich würde aber mal sagen, das ist Zufall. Und sage, das ist damit Fake. Eisbären greifen Füchse an. Das kann ich mir tatsächlich sogar vorstellen. Und das stimmt auch. Auch wenn der Eisbär kein Kind dabei hat, greift er trotzdem einfach Füchse an. Aber der Fuchs ist deutlich schneller, deswegen kommt der Eisbär nicht so wirklich hinterher. Trotzdem versucht er es auf jeden Fall wenigstens. Wenn man mit einer Karte in der Hand ein weißes Banner rechts klickt, bekommt man einen Waypoint auf der Karte. Das probieren wir doch direkt mal aus. Ich habe dieses Dorf bereits auf meiner Karte drauf und wenn ich mir jetzt mal kurz ein paar Level hole und wir dann diesen Banner Waypoint nennen, dann soll es wohl funktionieren, wenn wir den platzieren und rechtsklicken, damit einen Waypoint zu erstellen. Das kann ich mir irgendwie nicht so gut vorstellen, weil wenn man ein Item platziert, dann heißt das Item ja eigentlich nicht mehr so, wie man es benannt hat. Wir probieren es natürlich trotzdem gerne aus. Ich mache einen Rechtsklick und oh mein Gott, wir bekommen tatsächlich einen Waypoint. Das wusste ich einfach nicht. Wie nice ist diese Funktion denn einfach mal? Aber funktioniert das nur mit Waypoint und einem weißen Banner? Wir probieren es mal hier hinten noch mit einem gelben Banner aus. Und wenn ich dieses Banner jetzt rechts klicke, dann klappt das. Wir können einen Banner benennen, wie wir es wollen und auch die Farbe benutzen, wie wir wollen und damit auf einer Map einfach Waypoints erstellen. Wie nice ist das denn einfach? Genauso wie Picklins haben auch Pillager eine Feier-Animation, wenn sie einen Raid gewinnen. Das dauert mir hier aber alles ein bisschen zu lange, also helfen wir mal ein bisschen nach und spawnen mal ein paar mehr dazu. Und dann kümmern wir uns mal hier um die Dorfbewohner. Und so viele gibt es aber langsam auch nicht mehr. Ich glaube, da oben wartet der Letzte. Raphael, du musst jetzt leider auch darunter. Anscheinend gibt es aber irgendwo noch einen Dorfbewohner, der noch überlebt hat. Die Frage ist, wo der sich versteckt hat. Hier sehe ich auch keinen im Boden. Ach so, hier oben sind auch einfach noch Häuser und hier steht ganz normal einer. Dann kriegt der mal einen Magier neben sich. Und dann war das immer noch nicht der Letzte. Okay, das Dorf ist viel größer, als ich dachte. Hier oben geht es ja noch richtig viel weiter. Hier oben sind einfach noch überall Häuser. Das kriegen wir auch noch hin. Ich glaube, Vincent hier ist der letzte Villager. Mal gucken, ob sie ihn gleich finden. Das sieht jetzt nicht so gut für dich aus. Und damit haben sie den Raid gewonnen und die jubeln tatsächlich. Und die rufen dabei richtig komisch auch. Soll ich jetzt mitjubeln? Ich weiß es nicht so richtig. Irgendwie habe ich ja denen jetzt auch ein bisschen geholfen. Auf jeden Fall finde ich das ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ein Fisch kann an Land mit einem Trank der Unterwasseratmung überleben. Das probieren wir direkt mal aus. Er hat auf jeden Fall den Effekt bekommen. Und er lebt wirklich immer noch. Okay, nee, jetzt kriegt er Schaden. Und er ist tot. Fake. Füchse können nicht nur Totems, sondern auch verzauberte Items benutzen. Mit dem Totem kennen wir alle schon, denke ich mal. Das hat er jetzt ganz normal benutzt und lebt. Wenn ich jetzt mal ein Schwert mit Verbrennung verzauber und ihm das hinwerfe, dann hat er es aufgenommen. Das heißt, er hat jetzt einen Effekt bei sich. Und wie sieht das jetzt aus, wenn wir hier ein paar Hühnchen hinsetzen? Dann wird er die angreifen und die brennen tatsächlich. Aber er hat jetzt das Schwert fallen gelassen und deswegen brennt das letzte nicht mehr. Aber wir haben es gesehen, es funktioniert wirklich. Kessel können dich vor Fallschaden schützen. Da Kessel ja auch im Nether anders funktioniert, kann ich mir das jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Wir testen es. Und ich bin auch auf dem Rand gelandet. Das heißt, so klappt es sowieso schon mal wahrscheinlich nicht, wenn dann. Also probieren wir es nochmal. Und auch im Kessel funktioniert es natürlich nicht. Als nächstes soll wohl ein Totem uns vor dem Fall schützen können. Das probieren wir natürlich gerne an der gleichen Stelle aus. Ich muss nur ein bisschen höher, da wir eben beim Runterfallen nicht mal gestorben sind. Wir testen es mal von über den Wolken. Und die Frage ist einfach nur, ob wir das Item schneller einsammeln, als wir landen. Werden wir jetzt sehen. Ich teste es einfach mal. Und freier Fall. Und...
Wir haben überlebt. Man sammelt schneller Items ein, als man den Boden berührt, so gesehen. Das ist der Beweis. Wenn man ein Nether-Portal baut und dann an die Seiten bepowerte Pistons setzt, an jeden Obsidian-Block, dann soll man angeblich den Portalrahmen abbauen können. Das mache ich jetzt natürlich lieber mal im Game-Mode. Und wir zünden natürlich erstmal noch das Portal an, sonst kann es ja eh nicht klappen. Laut diesem Mythos soll nämlich dann das Portal bestehen bleiben, wenn wir jetzt hier abbauen, weil dieser Block direkt replaced wird. Wir testen es einfach. Ich baue ab und es klappt nicht. Ich baue alle noch ab, damit wir den Rahmen voll haben. Okay, jetzt habe ich ein bisschen kaputt gemacht. Das kriegen wir noch hin. Aber nein, es klappt nicht. Wir kriegen kein Portal hin. Das ist auf jeden Fall fake. Habe ich mir aber auch ehrlich gesagt schon gedacht. Sonst hätte man, glaube ich, davon schon mal was gehört, oder? Wenn ein Frosch ein Nether-Portal durchquert, soll er wohl seine Farbe wechseln. Probieren wir natürlich auch direkt gerne mal aus. Ich gehe hinterher. Und der Frosch ist immer noch so orange-bräunlich gefärbt. Leider nicht. Wenn man einen Frosch im Nether spawnt, ist der übrigens grau-weiß. Aber der bleibt so, wie er in der Overworld gespawnt ist. Also fake. Der Warden soll wohl so stark sein, dass er sogar gegen einen Wither gewinnt. Das probieren wir aus. Ich habe keine Ahnung, wer jetzt hier wirklich stärker ist. Ich bleibe auf jeden Fall mal lieber im Game-Mode. Und dann schauen wir, was passiert. Der Warden ist gerade noch ein bisschen abgelenkt von den Pilzkühen. Aber der Wither legt jetzt auch gleich erst richtig los. Und da war der erste Schuss auf den Warden. Der Warden hat den Wither jetzt auch mal endlich entdeckt, wie es aussieht. Und der Warden schießt zurück. Der Kampf dauert auf jeden Fall extrem lang und beide schießen extrem oft aufeinander. Aber der Warden ist tot. Der Wither gewinnt einfach auch gegen den Warden. Und hat jetzt hier so ziemlich die ganze Insel getötet. Bienen können Netherwarzen bestäuben, sodass diese schneller wachsen. Ich baue hier mal so ein kleines Gewächshaus hin, damit wir das nebeneinander testen können. Einmal mit und einmal ohne Bienen. Dann möglichst zeitgleich hier die ganzen Netherwarts reinsetzen. Hier mache ich schon mal zu. Und hier setze ich jetzt mal einfach mal ein paar Bienen rein, die jetzt alle rausfliegen. Jetzt haben wir es aber dicht. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Mal gucken, welche Seite schneller wächst. Und während wir jetzt darauf warten, wollte ich gerne mal fragen, ob du vielleicht noch einen Mythos kennst. Irgendetwas, was man in Minecraft so vom normalen Spielen noch nicht weiß und was wir dann vielleicht auch mal ausprobieren können. Schreib es gerne in die Kommentare. Und hier haben wir zwar leichtes Wachstum und hier noch nicht, aber ich glaube, die Bienen bestäuben hier nichts. Denn es ist noch kein in den Bienenkasten reingeflogen und wenn die Blumen bestäuben, bekommen die auch diese Textur mit dem Blütenstaub. Das heißt, es sieht wohl nicht so aus, als würde es funktionieren. Auch wenn hier trotzdem einer schneller gewachsen ist. Ich stelle mal die Tick-Speed hoch und hier wächst auf jeden Fall auf beiden Seiten was. Ist das jetzt schneller? Ich glaube nicht wirklich, oder? Ich würde behaupten, es wächst ziemlich ähnlich schnell. Also würde ich auch einfach hier mal wieder fake sagen. Dann kommen wir jetzt zu etwas, was ich auf jeden Fall nicht glaube. Denn man kann wohl angeblich in einem Braustand Glasflaschen so reinsetzen, dass man mehr als einen Stack dann in der Hand halten kann. Das probieren wir natürlich direkt mal aus. Das soll funktionieren, wenn ich die alle einzeln reintue. Und zwar mit Shift-Klick. Ich meine, das ist jetzt schon mal ziemlich seltsam, ehrlich gesagt. Denn wenn man die ganz normal reinsetzt, kann man eben nur eine reinsetzen und nicht da noch andere draufsetzen. Also das ist jetzt schon mal wirklich ein bisschen komisch. Scheint auf jeden Fall schon mal was dran zu sein. Ich setze jetzt mal so viele rein, dass wir dann einen ganzen Stack auf einem Slot einfach haben erstmal. Das ist schon echt irgendwie ein komisches Gefühl gerade, einfach so einen Stack in einen Braustand reinzusetzen. Und das klappt auf jeden Fall. Dann machen wir den nächsten jetzt auch noch voll. Und dann bin ich richtig gespannt, weil ich eigentlich nicht mal dran geglaubt habe, dass das, was wir jetzt bisher hier schon gemacht haben, überhaupt funktioniert. Dann noch der dritte Stack Glasflaschen. Und wenn man jetzt so einen Stack rausnimmt, dann habe ich 64 Glasflaschen in der Hand. Bis dahin ja noch mehr oder weniger normal. Außer, dass wir den ganzen Stack hier drin hatten. Wenn ich jetzt aber mit diesen 64 Glasflaschen den nächsten Stack rausnehme, oh mein Gott. Das wusste ich halt wirklich nicht, dass das irgendwie in Minecraft möglich ist. Ohne Mods in ganz normal Vanilla Minecraft habe ich gerade 127 Glasflaschen einfach in der Hand und kann die hier rumtragen. Und ich glaube, ich kann auch einfach noch mehr nehmen. Aber hier bleibt immer eine übrig. Aber wir haben jetzt trotzdem einfach 190 Glasflaschen. Das ist so weird einfach mal. Ich glaube, wir können jetzt aber nicht so ins Inventar setzen. Nein, dann werden die direkt wieder aufgeteilt. Und auch wenn wir die jetzt droppen und aufsammeln, dann kriegen wir die wieder in Stacks. Okay, aber richtig weird. Es bleibt einfach eine dann übrig, aber wir können die damit halt wieder aufheben und können dann wirklich mehr als einen Stack in eine Hand nehmen. Das überrascht mich gerade wirklich extrem, muss ich zugeben. Wenn man Glas einfach so mit der Hand abbaut, dann droppt das nicht. Dann ist das einfach kaputt, das wissen wir natürlich alle. Jetzt soll aber angeblich getöntes Glas droppen, wenn man es mit der Hand abbaut. Eigentlich ist das ja auch Glas, deswegen weiß ich nicht so richtig, ob ich das glauben soll. Aber dafür probieren wir es natürlich auch einfach mal kurz aus. Ich habe hier überall das getönte Glas hingesetzt und das kann man jetzt mal ziemlich simpel testen. Ich baue es ab und es droppt tatsächlich. Wir können einfach getöntes Glas mit der Hand abbauen.
Die Frage ist, warum? Weil das ist ja auch Glas. Das macht doch den gleichen Sound wie Glas, wenn man es abbaut. Aber es droppt einfach. Das wusste ich tatsächlich auch noch nicht, aber mega nice. Hasen können auf Slimeblöcken nicht springen. Das wäre mir tatsächlich auch neu. Wenn ich hier einen Hasen hinsetze, dann wird der ganz normal, wenn der mal Lust hätte, auch springen. Da sieht man es ganz normal, wie wir es halt auch kennen. Und wenn ich den da jetzt draufsetze, soll der nicht mehr springen. Ich meine, das ist auch relativ unwichtig, aber wir schauen mal. Ja, der rutscht so ein bisschen. Ich glaube, er bewegt sich gerade fort, aber er springt dabei tatsächlich nicht. Um zu testen, ob das jetzt nur ein Zufall war, setze ich einfach noch ein paar mehr hier hin. Aber hier scheint tatsächlich niemand springen zu können. Anders als hier, wenn ich hier mal ein paar hinsetze. Also stimmt das auf jeden Fall. Schneemänner können auf Soul Sand keinen Schnee platzieren. Bevor ich das teste, würde ich das einfach schon mal selber einschätzen. Ich glaube, das stimmt, da Soul Sand ja minimal flacher ist als ein normaler Block. Aber wir schauen jetzt natürlich erstmal, ob das stimmt. Ich spawne hier einen neuen Schneemann. Und wir haben Schnee, aber wenn er läuft, hinterlässt er keinen. Okay, das heißt aber, man kann schon Schnee auf Soul Sand platzieren, aber der Schneemann macht das nicht. Das finde ich tatsächlich interessant, weil das für mich irgendwie wenig Sinn ergibt, dass der einmal einen spawnt und danach keinen. Aber auf jeden Fall stimmt das wohl auch. In Schneebiomen können keine Wither gespawnt werden. Das schaue ich mir natürlich gerne an. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, da Wither eigentlich überall spawnen müssten. Das wäre ziemlich random, aber es scheint tatsächlich zu stimmen. Mir ist aber ehrlich gesagt beim Nachdenken schon aufgefallen, dass das nicht am Biom liegt. Nee, ich zumindest mal an. Ich habe es noch nicht getestet, das testen wir zusammen. Sondern, dass das vielmehr daran liegt, dass hier ein Block ist durch die Schneedecke. Wenn wir nämlich hier in ein anderes Biom gehen und da zum Beispiel auch über einem Grasblock den Wither versuchen zu spawnen, dann klappt das nämlich auch nicht, da die benötigte Struktur, die man bauen muss, eben diese Luftblöcke beinhaltet. Das heißt, man muss eigentlich gar nicht so ein Kreuz aus Soul Sand mit Köpfen bauen, sondern man muss einen Luftblock, einen Soul Sand, wieder einen Luftblock mit drei Soul Sand drüber und dann erst die Köpfe drauf, damit das funktioniert. Zurück im Schneebiom. Wenn ich jetzt diesen Block also abbaue und den Kopf einmal neu setze, dann wette ich, spawnt auch hier im Schneebiom ein Wither. Ja, das sieht gut und irgendwie gleichzeitig auch nicht so gut aus. Ich sollte loslaufen, bevor der loslegt. Wenn man im Nether den Locate-Command nutzt, um ein Ruined Portal zu finden, findet man einfach keins. Zum Vergleich erstmal in der Overworld. Wir suchen nach einem Ruined Portal und haben in 289 Blöcken das nächste. Jetzt gehe ich dann direkt mal hier in den Nether und probiere hier den Command nochmal aus. Einfach den gleichen Command nochmal und es konnte keine Struktur des Typs Ruin Portal gefunden werden. Das ist super weird, weil es gibt ja auf jeden Fall Ruin Portals im Nether. Wie sieht das aus, wenn man den Command ein bisschen genauer macht und ein bestimmtes sucht? Ein Nether Portal zum Beispiel? Ah, okay. Das funktioniert. Das heißt, unter der Kategorie Ruin Portal liegen nur die Overworld Ruin Portals und das Nether Ruin Portal ist nochmal eine extra Struktur. Super komisch und auch absolut unwichtig, aber es stimmt. Hexen sind immun gegen Lava und Feuer. Da schauen wir doch mal in die Hexenhütte hier rein. Da drin wartet schon unsere Testperson auf uns. Ich hole mir mal ein Feuerzeug und zünd die halt einfach mal an. Okay, die trinkt natürlich ihren Feuerresistenztrank, aber sie hat ja vorher schon Schaden bekommen. Das heißt, ich würde es aber eher so sehen, dass sie nicht an Lava und Feuer sterben können, aber nicht, dass sie immun sind, oder? Ich setze ja auch nochmal ein bisschen Lava ins Haus. Das wird ihr wahrscheinlich jetzt auch nicht besonders gut gefallen, aber sie hat ja schon den Feuerresistenztrank. Das heißt, es stürzt sie auch nicht weiter. Hier nochmal in die Lava bitte. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Perfekt. Und sie trinkt direkt den nächsten Trank. Hat ihn zumindest in der Hand schon. Aber da müssen wir wohl dann jetzt mal gemeinsam entscheiden. Ich bin mir dann nämlich nicht so sicher. Einerseits kann sie natürlich wirklich nicht durch Feuer sterben, aber andererseits kriegt sie ja schon Schaden und trinkt halt den Trank dagegen. Das heißt, der Trank gibt ihr eben die Feuerresistenz. Was würdest du sagen? Ist die Hexe immun gegen Lava und Feuer oder zählt das nicht? Wenn man einen Schalker mit einem Trank der Unsichtbarkeit bewirft, bleibt nur der Kopf übrig zu sehen. Auch wenn ich den Satz gerade etwas komisch formuliert habe, ist mir gerade aufgefallen, will ich das gerne an diesen Schalkern hier testen. Wir sind an einer End-City und eigentlich sollte die Schale drumherum wie eine Rüstung sein, finde ich. Wenn ich mir zum Beispiel einen Goldhelm anziehe und dann den Trank mir überwerfe, dann werde ich unsichtbar, aber meine Rüstung bleibt natürlich sichtbar. Und in meiner Logik müsste das mit dem Schalker eher andersrum sein, aber ich habe gar keine Ahnung. Ich habe noch nie einen Unsichtbarkeitstrank einem Schalker übergeworfen. Also würde ich sagen, wir schauen jetzt einfach mal. Ich werfe ihm über und tatsächlich bleibt der Kopf übrig. Das macht gar keinen Sinn für mich. Die Schale ist weg, aber wir haben hier Schalkerköpfe. Moment, ich möchte das nochmal schön hier gerade sehen. Ich setze hier nochmal ein paar Schalker hin und dann hier Unsichtbarkeit drauf und dann haben wir nur noch die Köpfe hier schweben. Das sieht für mich einfach richtig falsch aus. Ich meine, in welcher Situation sollte man das tun? Aber warum bleiben die Köpfe übrig? Das stimmt auf jeden Fall. Bleiben wir mal im End. Wenn man einem Enderman einen Spektralpfeil überschießt, dann sollte der leuchten. Ich meine, wir wissen alle, dass man einen Enderman nicht mit einem Bogen abschießen kann. Wenn ich ihm also einen normalen Pfeil überschieße, dann teleportiert er sich eben einfach weg und wir können ihn nicht treffen. Wie sieht das jetzt mit einem Spektralpfeil aus? Also treffen sollten wir ihn damit trotzdem nicht können, aber das würde ja heißen, dass der Effekt zuerst ankommt. Teste ich direkt mal.
Und ich habe ihn natürlich nicht getroffen und ich sehe auch keinen Enderman, der leuchtet. Also sieht das mir eher nach Fake aus. Ich schieße einfach trotzdem mal noch ein paar Enderman ab. Die teleportieren sich auch immer schön weg. Aber leuchten tut hier niemand. Also ist leider absoluter Quatsch. Funktioniert nicht. Creeper können durch das Abspielen bestimmter Schallplatten abgeschreckt werden. Hier habe ich einen Hebel, der die Tür öffnet. Da dieser Mythos aber leider nicht besagt, um welche Schallplatte es sich handelt, muss ich einfach mal alle 16 gleichzeitig ausprobieren, würde ich vorschlagen. Das wird ganz schön viel Arbeit, die alle zu platzieren. Vor allem muss ich die alle einsetzen, bevor die erste schon wieder aufhört. Ich habe einmal mein Inventar voll gemacht, damit nur die Hotbar geladen wird. Und dann können wir hier die möglichst schnell nämlich nachladen. Und jetzt geht's los. Ich muss mich beeilen. Ich setze alle Schallplatten einfach hier überall rein. Absolutes Chaos, absolutes Durcheinander jetzt schon. Und ich würde mich tatsächlich jetzt auch gerade nicht wundern, wenn den Creeper das auch nicht gefällt. Wir testen. Und das sieht absolut nicht gut aus, leider. Oh mein Gott, die Creeper kommen. Das hat auf jeden Fall nicht geklappt und das will ich nie wieder wiederholen, weil das klingt schrecklich. Kommen wir jetzt zurück zu unserem Ancient City Portal. Ich habe mich jetzt wirklich hier hingestellt und einfach mit der Hand immer weiter abgebaut und tatsächlich funktioniert es einfach. Man kann Reinforced Deep Slate mit der Hand abbauen. Dauert auch nur 82,5 Sekunden, also einfach fast anderthalb Minuten und es droppt halt leider auch nicht. Aber es klappt trotzdem, anders als Bedrock. Bedrock können wir ja wirklich gar nicht abbauen. Schreibt mir jetzt gerne in die Kommentare, welche der heutigen Mythen du noch nicht kanntest. Und wenn dir dieses neue Format gefällt, dann abonniere doch gerne den Kanal. So verpasst du keine weiteren Videos und kannst mich kostenfrei unterstützen. Jetzt wird es hier gerade ziemlich dunkel. Ich glaube, das werden wir nicht mehr lange überleben.